Hallo und herzlich willkommen, liebe Rallye-Fans, zum Sommerfest in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Hier bei der Eifel-Rallye in Daun geht die Meisterschaft endlich in die entscheidende Phase. Wir konnten heute Morgen schon die ersten Prüfungen besichtigen und die Streckencharakteristik ist klar. Schnell, selektiv und anspruchsvoll, gespickt mit einigen Schotterpassagen. Von daher wird es richtig interessant. Gestern beim Shakedown in Neichen konnte man schon sehen, dass nicht nur die Meisterschaftsaspiranten, nein, alle Fahrer sind heiß auf dieses Wochenende. Ich hoffe, dass wir um den Sieg hier ein Wörtchen mitreden können, weil alles andere, sagen wir mal, wäre für uns nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und gerade auch der Olaf, denke ich, wird es uns sehr schwer machen. Wir haben noch sehr viele andere starke Starter diesmal dabei. Also das wird ein heißes Rennen, nicht nur vom Kampf her, sondern auch vom Wetter, denke ich. Wir konzentrieren uns auf unsere Division, auf den Carsten. Da haben wir einen guten Vorsprung und wir versuchen einfach das Auto ins Ziel zu bekommen und die Punkte mitzunehmen, um hoffentlich am Ende vom Jahr vorne zu stehen. Wir sind gut aufgestellt, haben ein gutes Auto, letzte Version, genau wie Werkstand. Ich glaube, der Felix steht uns im Nichts nach. Sicherlich hat er ein bisschen mehr Motorleistung, wir haben vielleicht vom Fahrwerk einen Vorteil. Ich denke, das ist gut ausgeglichen und es macht für beide auch Spaß. Wir haben auch sehr starke Klassenkonkurrenz. Bruno Thierry, ehemaliger Werksfahrer auf alle möglichen Fahrzeugen und auch immer noch gut im Training, wird uns ganz sicherlich hier zeigen, was mit so einem Auto zu machen ist. Also da sind wir sehr realistisch und gucken, dass wir einen ordentlichen zweiten Platz hinter ihm erfahren. Es gibt Fahrer in ihrer Division, die haben etwas Angst. Sie sind der Vorjahressieger. Warum sollen die Angst haben? Ich beiße nicht. Vielleicht werde ich denen ein paar Punkte abnehmen, aber dafür muss ich noch am Ziel sein und das ist noch lange nicht gemacht. Wie in jedem Jahr bietet die Eifel-Rallye ein ganz besonderes Spektakel, die Slowly Sideways-Fahrzeuge. Circa 70 Nennungen liegen in diesem Jahr vor bei den historischen Rallye-Fahrzeugen, die neben den modernen Rallye-Autos die Pisten hier um Daun in Angriff nehmen. Aufgrund der Spannung in der Deutschen Rallye-Meisterschaft ist es schwer, diese Veranstaltung nicht aus den Augen zu verlieren. Deswegen habe ich mir Unterstützung geholt. Hallo Elisa. Hallo Tim. Also ich bin das erste Mal auf einer Rallye und diese neuen Fahrzeuge gefallen mir eigentlich nicht so gut. Ich schaue mir mal lieber die historischen Autos an. Ja, da bist du natürlich leider falsch hier oben auf dem Flugplatz in Daun. Dafür musst du auf den Marktplatz gehen, nämlich direkt in der Innenstadt in Daun. Und am besten gehst du gleich mal los und bringst uns ein paar schöne Bilder mit. Und wir sind gespannt, was wir da unten zu sehen bekommen. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg, ne? Ich befinde mich auf dem Marktplatz von Daun zwischen ganz vielen historischen, geilen Rallye-Autos. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Thank you.
echt cool. Ja, Elisa scheint also ihr Traumauto gefunden zu haben. Aber jetzt wieder zurück zur Deutschen Rallye-Meisterschaft. Es geht los. Wertungsprüfung 1, Freitagabend. Hegrad, 14 Kilometer, fast mehr als 10% der gesamten Rallye-Distanz. Ich wünsche viel Spaß, ich muss los. Matthias, ey, jeder gute Film beginnt mit einer guten Einleitung, mit einer spannenden Einleitung. Ich würde sagen, die habt ihr uns geliefert. Ja, ich denke mal, es ist wie erwartet eng mit dem Olaf und auch die anderen sind nicht weit weg. Es war jetzt nur eine Prüfung. Für uns war es sehr gut gelaufen, wir konnten eine Bestzeit fahren. Wir sind beide hergekommen, um zu gewinnen. Wir mit dem im Gepäck, mit dem Sieg vom letzten Jahr und wir müssen einfach volle Attacke fahren, sonst haben wir keine Chance und das wird sicherlich morgen früh ab der ersten Prüfung weitergehen. Carsten, der Abstand zur Division 1, klar, wie erwartet, schon ziemlich groß, aber die direkte Konkurrenz ziemlich abgewatscht, wenn ich das sagen kann. Ja, ich glaube aber, der Felix hat ein Problem gehabt und wir sind auch etwas zu verhalten gefahren. Ich glaube, 4-5 Sekunden würde ich einschätzen, dass ich das hätte noch schneller fahren können. Aber ich bin zufrieden, wir sind ohne Probleme durchgekommen und morgen ist der wichtigere Tag. Heute haben wir probiert, da gleich mal aggressiv zu fahren. Das lief auch wunderbar, aber Mitte der Runde, von einem Abzweig, von der breiten Straße auf eine schmale Straße, haben wir uns gedreht und sind da so blöd festgesteckt, dass wir 5-6 Mal zurückrangieren mussten. Haben da bestimmt, ich glaube, 25 Sekunden verloren. Ansonsten wäre es eigentlich eine sehr gute Zeit gewesen, wir wären knapp am Carsten dran gewesen. Und so haben wir doch viel Zeit verloren, leider.